Hallo, mein Name ist Thomas Walden. Ich arbeite als Medienpädagoge an der Universität Bielefeld und mein Themenvorschlag für das OER Online Camp bezieht sich auf Digital Literacies. Seit Jahren wird ja nun schon zwischen Medienpädagogik und Informatik darüber diskutiert, welches die zentralen digitalen Kompetenzen oder Literacies sind, die zur Allgemeinbildung gehören sollen. Aus medienpädagogischer Sicht wird der Umgang mit digitalen Medien allgemeiner fokussiert. Da geht es um Medienbildung mit dem Zielwert der Medienkompetenz. Aus informatischer Perspektive wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Coding die zentrale Literalität sei, die erworben werden müsste. Wieder aus einer anderen Perspektive sagen Leute, das Wichtigste wäre, Rechtsfragen zu klären, Datenschutz, Urheberrecht und so weiter und so fort. Dann gibt es welche, die sagen, Computational Thinking ist das Wichtigste. Die amerikanische National Education Association setzt auf die 4K des Lernens. Kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und wir alle zusammen, Kollaboration. Im Modell der 4 Dimensionen des Lernens stellen die 4K jedoch nur eine Dimension dar. Andere Dimensionen sind Charakterbildung, Wissensbildung und das Meta-Lernen. Danke für die Übersetzung, Joran. Aber was ist eigentlich mit der Performance? Hat uns nicht gerade die Pandemie gelehrt, dass Vertrauensbildung beim Distanzlernen etwas ganz Wesentliches ist? Und wie stellt man Vertrauen her? Etwa mit solchen albernen Videos, wie ich sie hier mache? Oder muss man da seriös sein? Was ist mit der Performance? Muss man die nicht können? Und wenn ich an künstliche Intelligenzen denke, dann frage ich mich, wie sieht's aus mit der Ethik? Gehört nicht möglicherweise auch das Schreiben von Geschichten, also das Storytelling, zu den Digital Literacies? Und wenn ich so an die Umwelt denke, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, auch mal über Nachhaltigkeit nachzudenken. Könnte es aber nicht auch sein, dass höhere Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so erst den Zugang zur digitalen Welt eröffnet? Und wie sieht es aus mit den Konventionen in unterschiedlichen kommunikativen Settings der digitalen Welt? Also was sind die wichtigsten oder die zentralsten Digital Literacies, die jede und jeder kennen sollte? Darüber würde ich gerne mit euch in einem Slot sprechen.